Kinder, heute dürfen wir die Kita besuchen. Nichts wie los. Mir nach, Kinder. Zum Glück müssen wir ja nicht weit gehen. Tim, schau mal, was ich zu Hause gefunden habe. Einen Böller von Silvester. Julian, bist du verrückt? Das ist doch total gefährlich. Ach was, das ist ein ganz harmloser. Guten Tag, Frau Hauser. Vielen Dank, dass wir heute die Kita besuchen dürfen. Nichts zu danken. Hallo Kinder, ihr dürft euch erstmal ein bisschen umsehen. Wir haben einen Bereich oben, eine kleine Spielecke und vieles mehr. Viel Spaß! Tim, weißt du was? Das ist unsere Chance. Lass uns auf die Toilette gehen und den Böller zünden. Das wird bestimmt ein Riesenspaß. Ja, aber sei vorsichtig, Julian. Ja. Jetzt nichts wie weg. Oh nein! Das Klopapier hat Feuer gefangen. Hilfe! Kinder, was ist denn los? Wir haben Mist gebaut. Das Klo hat Feuer gefangen. Tatsächlich. Kinder, nichts wie raus! So, erstmal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh nein, da fehlt doch jemand. Da oben. Leute, was macht ihr denn alle da unten? Oh nein, ich hoffe, die Feuerwehr ist gleich da. Alles klar, hab verstanden. Ich schick sofort jemanden raus. Auf geht's, Männer! Guten Tag, was ist denn passiert? Zwei meiner Schüler haben das Klo da drinnen abgefackelt und jetzt hängt einer von uns da oben im ersten Stock fest. Sie müssen ihn sofort da runterholen. Alles klar, Männer. Ihr geht rein und versucht das Feuer in der Toilette zu löschen und ich versuche den Jungen da irgendwie runterzubekommen. Ganz ruhig, keine Sorge, ich hol dich da runter. Reich mir deine Hand, ich zieh dich rüber. Geschafft. Weißt du was, weil du so tapfer warst, darfst du die Leiter selbst runterfahren. Einfach den Hebel da langsam nach unten drücken. Okay, alles klar. Und los. Dann wollen wir mal schauen, wie es drinnen so aussieht. Geht's dir gut? Wir sind so froh, dass du unversehrt nach unten gekommen bist. Vielen Dank, Herr Feuerwehrmann, für Ihre schnelle Hilfe. Drinnen ist das Feuer auch gelöscht. War halb so wild. Tim, Julian, habt ihr das gehört? Da habt ihr ja gerade nochmal Glück gehabt, dass das Gebäude einigermaßen gut aussieht und eurem Klassenkameraden auch nichts passiert ist. Aber entschuldigen müsst ihr euch schon. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ach was, Kopf hoch Jungs, dafür durfte ich mit dem Rettungskorb fahren. Julian, Papa hat gesagt, wir sollen nach dem Feuer schauen, während er nicht da ist. Okay, ich geh schon runter. Also Papa macht das immer mit dem Werkzeug da. Dann bewegt er das irgendwie hin und her. Oh nein, jetzt ist da ein Stück Kohle hängen geblieben. Und weg damit. Oh je, die ganzen Papiere haben Feuer gefangen. Ich muss sofort hier raus. Max, der hört mich wieder nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Ich hab's. Nanu, wo kommt der denn her? Hallo? Julian, was machst du denn da unten? Max, bleib wo du bist. Im Erdgeschoss brennt's.
Ich rufe sofort die Feuerwehr. Guten Tag. Alles klar, hab verstanden. Wir schicken sofort jemanden raus. Auf geht's, Männer! Hallo, was ist denn passiert? Ich hab versehentlich im Erdgeschoss den Esstisch in Flammen gesetzt. Und jetzt ist mein Bruder Max da oben am Balkon im zweiten Stock gefangen. Sie müssen ihn da runterholen, bitte. Alles klar, machen wir. Männer, ihr habt's gehört. Ich würde vorschlagen, ihr zwei geht da rein und versucht das Feuer mit dem Feuerlöscher zu bekämpfen. Und ich versuch Max, damit der Drehleiter runterzubekommen. Hallo Max, ganz ruhig. Du musst mir jetzt deine Hand reichen und dann zieh ich dich rüber. Okay, ich hab dich. Und hau ruck! Hier bist du soweit sicher. Komm, wir fahren wieder runter zu deinem Bruder. Max, ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Vielen Dank, Herr Feuerwehrmann, für die schnelle Rettung. Wissen Sie schon, was dem Haus passiert ist? Das Feuer ist soweit gelöscht, aber der Esstisch ist hinüber. Ach ja, der hat uns eh noch nie gefallen. Das wird Papa schon verkraften. Kinder, dann wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Jetzt kann ich euch endlich mein neues Skateboard vorstellen. Mega stark, Julian. Ich will auch mal. Julian, pass auf! Au. Oh nein, oh nein, oh nein! Der arme Junge, wie konnte ich denn den übersehen? Julian, geht's dir gut? Ja, geht so. Das tut mir so leid. Geht's dir gut? Naja, mein Arm und mein Bein tut schon ganz schön weh. Oh, okay. Ich rufe sofort den Rettungswagen. Da kommen sie ja endlich. Guten Tag, was ist denn passiert? Ich habe beim Abbiegen irgendwie den Jungen auf seinem Skateboard übersehen und dann habe ich ihn angefahren. Hallo, mein Name ist Dr. Hauser. Tut dir was weh? Ja, mein Arm und mein Bein tun beide mächtig weh. Alles klar, Emma. Mach den Krankenwagen fertig. Wir nehmen den Jungen zur Sicherheit mit ins Krankenhaus. Tschüss, Julian. Hallo, Julian. Wir haben gerade bei den Röntgenaufnahmen festgestellt, dass dein linker Fuß gebrochen und dein rechter Arm verstaucht ist. Ich werde dir jeweils einen Gips anlegen und dann wird das die nächsten Wochen mit Sicherheit verheilen. Auch deine Eltern dürften gleich da sein. Julian, was ist denn passiert? Ihm geht's soweit so gut. Sein linkes Bein ist gebrochen und seine rechte Hand verstaucht. Ich habe ihm jetzt jeweils einen Gips angelegt und dann wird das schon werden. Naja, mit dem Skateboard fahren wird's glaube ich so schnell nichts mehr. Sag mal, Julian, riechst du das auch? Das ist doch Rauch. Oh nein, in der Küche brennt's. Nichts wie raus. Hilfe! Hilfe! Kinder, was schreit ihr denn so rum? In der Küche brennt's! Ach du grüne Neune, da kommt ja wirklich Rauch aus dem Fenster. Ich muss sofort die Feuerwehr alarmieren. Guten Tag. Alles klar, hab verstanden.
Nichts wie los, Leute! Was ist denn passiert? In der Küche ist ein Feuer ausgebrochen. Und jetzt sitzen meine zwei Kinder dort am Balkon fest. Sie müssen sie da runterholen. Okay, Leute. Ich gehe mit der Drehleiter zu den Kindern und du versuchst mit dem Feuerlöscher das Feuer zu löschen. Ganz ruhig, Kinder. Ich bin gleich bei euch. Dann wollen wir doch mal schauen, wie es drinnen so aussieht. Ach, hier haben wir den Brandherd und Wassermarsch. Kommt, gebt mir eure Hände. Erst du. Ich hab dich. Und geschafft. Und jetzt du. Kinder, ich bin so froh, dass es euch gut geht. Vielen Dank, Herr Feuerwehrmann. Aber Papa, was ist denn jetzt mit unserem Haus? Mach dir um das Haus keine Sorgen. Das Wichtigste ist, dass euch nichts passiert ist. Gute Nachrichten, Leute. Das Feuer ist gelöscht und der Brand war halb so wild. Kinder, heute dürfen wir das Krankenhaus von Playmobil City besuchen. Nichts wie los. Kommt, Kinder. Schön Zweierreihen bilden und mir folgen. So, Kinder, hier wären wir. Das ist Herr Hauser und der wird euch jetzt durchs Krankenhaus führen. Genauso ist es. Los, Kinder, folgt mir. Hier hätten wir die Rezeption und das da ist Frau Vogel. Die kann euch jetzt mal erklären, was hier sonst noch alles so rumsteht. Also hier werden die Kinder gemessen und hier gewogen. Aber viel interessanter dürfte der OP-Saal da drüben sein. Das stimmt allerdings. Hier haben wir jede Menge Geräte, eine OP-Liege. Ja, was ist denn, Julian? Haben Sie auch irgendwo eine Toilette hier? Na klar, auch das haben wir. Einfach mit dem Aufzug hochfahren und geradeaus durchgehen. Sieht aber ganz schön leer aus hier oben. Na egal, da drüben ist die Toilette. Ganz schön dunkel hier. Ich knipse mal das Licht an. Nanu, was war das denn? Oh nein, es brennt! Hilfe, ich muss sofort hier raus! Schnell wieder nach unten fahren! Oh nein, der funktioniert ja gar nicht! Was mache ich denn jetzt? Hilfe! Das wär's dann soweit vom OP-Saal. Nanu, was war das denn? Oh nein, das ist der Feueralarm. Nichts wie raus, Kinder. Alle raus hier. Normalerweise sollte sich jetzt keine Person mehr im Gebäude befinden, da im ersten Stock renoviert wird. Hilfe! Hilfe! Was war das denn? Oh nein, das ist Julian. Der ist ja noch oben auf der Toilette gewesen. Ganz ruhig. Die Feuerwehr dürfte schon alarmiert sein. Die ist in wenigen Minuten da. Oh nein! Ein Feueralarm im Krankenhaus! Alles klar, Leute! Ihr habt's gehört! Nichts wie los! Was ist denn passiert? Irgendwo im ersten Stock muss ein Feuer ausgebrochen sein und ein Schüler steckt jetzt im Aufzug fest. Alles klar, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Hilfe! Hilfe! Ganz ruhig, wir holen dich da runter. Weißt du, wo das Feuer ausgebrochen ist? In der Toilette da. Alles klar, ich heb dich jetzt in den Rettungskorb rüber. Gut festhalten und... Ich hab ihn. Hier bist du in Sicherheit. Wir fahren jetzt wieder runter.
Ich gehe rein und versuche das Feuer zu löschen. Das sollte alles gewesen sein. Julian, geht's dir gut? Wir sind so froh, dass du wieder da bist. Ja, Julian, wir sind echt froh, dass du wieder da bist. Ja, ich auch. Ich hatte echt eine Riesenangst. Also oben, sieht soweit eigentlich ganz gut aus. War nur ein kleiner Kabelbrand. Aber repariert muss das natürlich schon werden. Ach, wird ja eh alles gerade renoviert. So Kinder, jetzt kommt erstmal alle rein und setzt euch da auf die Bank. Heute versuchen wir mal, den Ball ins Tor zu befördern. Wer möchte anfangen? Alles klar Tim, leg los! Tim, das war gar nicht mal so übel. Au, au! Julian, was machst du denn da oben? Ich wollte nur schauen, wie hoch ich komme. Jetzt habe ich mir die Hand eingeklemmt, sie müssen mir helfen. Das tut höllisch weh. Ich komme hier nicht mehr runter. Ganz ruhig bleiben, Julian. Ich rufe sofort die Feuerwehr und den Krankenwagen. Nichts wie los, Emma. Eine eingeklemmte Person in der Schule? Alles klar, ich schicke sofort jemanden raus. Nichts wie los, Männer! Guten Tag, was ist denn passiert? Mein Schüler Julian hat sich da oben die Hand in der Leiter eingeklemmt und kommt nicht mehr runter. Sie müssen ihn da runterholen. Okay, ich gehe mit der Leiter hoch, du schiebst die Kiste da zurecht und hältst ihn fest. Alles klar, so machen wir es. Keine Angst, gleich holen wir dich da runter. Und noch ein Stück. Perfekt, alles klar, ich habe ihn. Du kannst ihn jetzt befreien. Die Hand ist draußen, du kannst ihn jetzt nehmen. Gut, festhalten und jetzt ab zum Doktor. Und Julian, geht's dir gut? Meine Hand tut ziemlich weh. Alles klar, Julian. Das sollten wir hinkriegen. Gehen wir mal raus zum Krankenwagen. Julian, ich leg dir jetzt erstmal einen Verband an, damit die Hand ruhig gestellt wird. Fühlt sich wirklich schon viel besser an. Vielen Dank. Die Hand von Julian sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Aber wir nehmen ihn sicherheitshalber jetzt auch mal mit ins Krankenhaus, um ihn vollständig durchzuchecken. Alles klar, Herr Doktor, da bin ich ja beruhigt. Vielen Dank für Ihre schnelle Hilfe. Tschüss, Julian. Viel Glück, Julian. Mach's gut, Julian. Okay Kinder, ich denke, ihr habt soweit verstanden. Herr Hauser, kann ich mal auf die Toilette? Na klar Julian, aber beeil dich. Nanu, was ist hier denn los? Ich muss sofort hier weg. Herr Hauser! Unten auf der Toilette brennt's. Nur mit der Ruhe, Julian. Und du bist dir ganz sicher, dass es da unten brennt? Ja, zu 100%. Ach du grüne Neune, das ist ja der Feueralarm. Julian, du scheinst recht zu haben. Kinder, wir müssen hier alle schnellstmöglich raus. Alle schön zusammenbleiben. Ein Feuer in der Schule?
Nichts wie los, Männer! Dann wollen wir doch mal schauen, ob alle da sind. 1, 2, 3, 4, 5. Moment mal. Wir haben Jerome vergessen. Leute, wieso steht ihr denn alle vor der Eingangshalle? Habt ihr das gehört? Da oben ist er. Jerome. Oh nein, der Arme. Ganz ruhig, Kinder. Da kommt schon die Feuerwehr. Die wird Jerome da runterholen. Guten Tag, was ist denn passiert? In der Toilette ist ein Feuer ausgebrochen und Jerome steckt da oben ganz alleine fest. Sie müssen ihn da runterholen. Alles klar, Männer, ihr habt's gehört. Ihr zwei geht rein und versucht mit dem Feuerlöscher die Toilette zu löschen. Okay, alles klar. Und wir zwei versuchen Jerome da runterzuholen. Hallo Jerome, du darfst jetzt gleich mit mir im Rettungskorb mitfahren. Echt? Na klar, komm einfach mit, wir müssen eh hier raus. Tatsächlich, das komplette Klo steht in Flammen. Aber das sollten wir mit unseren Feuerlöschern hinbekommen. Jerome, wie geht's dir? Wir sind so froh, dass dir nichts passiert ist. Jerome war ganz tapfer. Und, wie sieht's bei euch aus, Leute? Gar nicht mal so schlimm. Der Brand hat sich nicht ausgebreitet, die Toiletten sind jetzt gelöscht, aber die nächsten paar Wochen müsst ihr wohl auf andere Toiletten zurückgreifen. Das sollte das geringste Problem sein. Vielen Dank für eure Hilfe. So, jetzt noch die Temperatur ein bisschen hochdrehen, damit der Braten nicht ganz so lange dauert. Oh nein, jetzt hat der Braten Feuer gefangen. Ich muss sofort die Feuerwehr alarmieren. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Bei mir in der Küche ist ein Feuer ausgebrochen. Alles klar, wir kommen sofort. Um Himmels Willen. Die Kinder. Julian. Emma. Hast du das gehört? Da hat doch jemand unsere Namen gerufen. Julian. Emma. Das ist doch Papa. Komm, wir gehen schauen. Papa, was ist denn los? In der Küche brennt's. Ihr müsst da oben bleiben. Gleich kommt die Feuerwehr und rettet euch. Ich glaube, ich höre sie schon. Was ist denn passiert? In der Küche ist beim Kochen ein Feuer ausgebrochen und meine beiden Kinder sind oben auf der Dachterrasse gefangen. Alles klar, Jungs. Ihr beide geht rein und versucht das Feuer zu löschen. Und ich versuche die beiden Kinder zu retten. Kinder, ihr müsst mir jetzt die Hand reichen, dann ziehe ich euch rüber. So, die erste hätten wir schon mal. Und jetzt du. So, Kinder, jetzt seid ihr beide gleich wieder in Sicherheit. Dann wollen wir doch mal schauen, was uns da drinnen erwartet. Schau mal, da drüben ist der Brandherd. Das Feuer wäre erstmal gelöscht. Kinder, ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass euch nichts passiert ist.
Wir sind auch froh, dass es dir gut geht, Papa. Sie werden zwar eine neue Küche brauchen, aber ansonsten sieht das Haus noch ganz gut aus. Vielen Dank für Ihre schnelle Hilfe, Herr Hauptfeuerwehrmann. Nichts zu danken. Das ist doch unser Job.